Willkommen zu einem neuen Beitrag. Liebe Mythengemeinde, wir schauen uns heute einen Kriminalfall an. Einen Kriminalfall, der erst einmal sehr lange her zu sein scheint, aber es ist ein Kriminalfall, der bis heute für Aufsehen sorgt. Finnland, 1960. In der Nacht vom 4. auf den 5. Juni passiert am Budemenjärvi, das ist der Bodamsee, ein Verbrechen. Und dieses Verbrechen, das ist so schrecklich, dass es sich bis heute in das Bewusstsein der Finnen eingebrannt hat. Und Finnland scheint von diesem Fall nicht loszukommen, denn er ist bis heute nicht aufgeklärt. Und so wird dieser Fall immer wieder neu aufgerollt und es kommt zu teils spektakulären Gerichtsverhandlungen, die bisher immer ohne Ergebnis abgelaufen sind. Eine Landzunge im Bodensee, das ist der Schauplatz dieses Verbrechens. Diese Landzunge, die hatten sich 4 Jugendliche ausgesucht, um dort ihr Zelt aufzuschlagen. Sie planten dort, die Nacht zu verbringen, und es war in der Gegend bekannt, dass fast an der Spitze dieser Landzunge ein idealer Platz zum Zelten war. Eine kleine Lichtung, versteckt genug, um nicht von neugierigen Blicken beobachtet zu werden, aber offen genug, um auf den See hinausschauen zu können. Die 4 jungen Leute, das sind Seppo und Nils, 2 Jungs im Alter von 18 Jahren. Die beiden werden von 2 Mädchen begleitet, namens Turliki und Irmeli. Beide sind 15 Jahre alt. Seppo ist der Freund von Turliki. Nils hat Interesse an Irmeli, die hat allerdings einen älteren Freund, was Nils bei seinen Werbeversuchen nicht stört. Er nutzte die Situation, dass Irmelis Freund zur Armee eingezogen worden war. In der Hoffnung, dass der Abend so verlaufen würde, wie die Jungs sich das vorstellten, hatten Seppo und Nils einige Dinge besorgt. Sie hatten ein Zelt gemietet, eine ganz billige Ausführung aus extrem dünnem Stoff. Von zu Hause hatten sie Proviant mitgebracht und ältere Freunde hatten ihnen Alkohol besorgt. Eine Flasche Wodka und eine Flasche Zitruslikör. Und für den Fall, dass der Abend so verlaufen sollte, wie die Jungs sich das vorstellten, hatten sie auch Kondome besorgt. Nach allem, was man weiß und was beobachtet wurde, haben die 4 dort einen sehr schönen Tag verbracht. Man sah sie noch gemeinsam im Seeturm. Aber irgendwann ging die Sonne unter und nach dem Sonnenuntergang, da kam die Nacht. Und mit der Nacht, da brach das Grauen über diese 4 herein. Und was in dieser Nacht geschah und was danach ermittelt wurde, dazu komme ich gleich. Bleib bitte dran, es geht gleich weiter. Wie genau die 4 den Abend verbracht haben, das ließ sich nicht bis ins Letzte rekonstruieren. Es dürfte aber wahrscheinlich so gewesen sein, dass sie zusammen an einem kleinen Lagerfeuer gesessen haben, etwas tranken, etwas aßen und sich unterhielten. Und irgendwann sind sie dann ins Zelt gegangen, um zu schlafen. Und auch was dann passierte, das lässt sich eigentlich nur erahnen. Irgendwann in dieser Nacht, da muss sich jemand dem Zelt genähert haben, bewaffnet, mit einem Messer und vermutlich einer Eisenstange. Es ist davon auszugehen, dass er ohne große Vorwarnung auf die 4 losging. Und dabei muss er dann jede Hemmung, jede Menschlichkeit verloren haben. Der nächste Morgen, der 5. Juni 1960. Auf dem Bodomsee sind 2 Angler mit ihrem Boot unterwegs und auf der Suche nach einer geeigneten Stelle, da umfahren sie auch die Landzunge. Irgendwann näherten sie sich einer Stelle, von der aus sie vom Wasser aus in diese kleine Lichtung hineinschauen konnten, in der das Zelt der Jugendlichen stand. Und was sie dort sahen, das ließ sich ihnen die Nackenhaare aufstellen. Am Ufer der Lichtung, da stand das völlig zerfetzte Zelt der Jugendlichen und das war über und über mit Blut bespritzt. So schnell sie konnten, ruderten die beiden zurück an Land und begaben sich in den nächstliegenden Ort und informierten die Polizei. Und die Polizei traf wenig später auch dort ein.
Was die Beamten dort vorfanden, das war ein Bild des Grauens. Es war ein Haufen aus zerfetzter Zeltplane und den sterblichen Überresten der Jugendlichen. Der Täter muss wie in einem Rausch gehandelt haben. Unmenschlich und gnadenlos. Zunächst glaubten die Beamten, dass keiner dieser Jugendlichen diese Tat überlebt hat, aber es sollte anders kommen. Als man mit dem Abtransport der Opfer begann, da stellten die Beamten fest, dass einer von ihnen noch atmete. Sofort wurde ein Notarzt gerufen und der Jugendliche ins Krankenhaus gebracht. Es war Nils Gustafsson, der diese Tat überlebt hatte. Akribisch wird der Tatort untersucht, aber es finden sich keine verwertbaren Spuren. Hundertschaften mit Suchhunden, die durchsuchen das umliegende Gelände und ungefähr 500 Meter vom Tatort entfernt, da findet man die Schuhe von Seppo und Nils. Einen Tag später findet man ein Messer, aber das Blut, das sich daran befindet, das ist von einem Tier. Versuchte jemand, die Polizei auf eine falsche Fährte zu locken? 4 Wochen nach der Tat, da tappt die Polizei immer noch komplett im Dunkeln und dann entschließt man sich zu einer außergewöhnlichen Maßnahme. Nils Gustafsson, der Überlebende, der hatte ausgesagt, dass er sich nur noch daran erinnert, wie sie das Zelt aufgebaut haben, und dann ist er im Krankenhaus aufgewacht. Man entschließt sich, ihn zu hypnotisieren. Zusammengefasst beantwortete er die Fragen des Hypnotiseurs unter der Hypnose folgendermaßen. Wir liegen im Zelt. Jemand kommt, schneidet das Zelt auf. Er hat überhaupt nichts gesagt und dann fing er an, auf uns einzustechen und zu schlagen. Er hatte blondes Haar und helle Haut, ein rundliches Gesicht und er trug einen dunklen Pullover. Unter der Hypnose macht Gustafsson eine nähere Beschreibung, woraus die Polizei ein Phantombild erstellt und es im ganzen Land verteilt, aber ohne jedes Ergebnis. Im Sommer 2015, da trifft der Journalist Malte Herwig in Finnland ein. Aufgrund seiner beruflichen Erfahrung, da schafft er es, die Leute zu finden, die damals um diesen Fall herum eine Rolle spielten, die mit niemandem mehr sprechen wollten, aber Herwig brachte sie dazu, mit ihm zu reden. So auch Pauli Perin, das war der junge Mann, der damals der Freund von Irmeli Berglund war und der sich im Armeedienst befand. Herwig fragte sich, ob dieser junge Mann vielleicht ein Motiv hatte, diese Tat zu begehen. Er fand heraus, dass Pauli Perin an diesem Abend, als Irmeli Björklund mit ihren Freunden zum Zelten war, eigentlich mit ihr ausgehen wollte. Und er hatte für diesen Abend, der Abend vor Irmelis 16. Geburtstag war, einen Ring besorgt. Er schien also ernstere Absichten mit Irmeli zu haben. In den Unterlagen der Polizei, da fand der Journalist den Eintrag, dass die Polizei Pauli Perin verhört hatte. Sie hatten ihn aus der Kaserne herausgeholt und sind dann mit ihm in den Wald gegangen. Dazu, der Journalist, muss man wissen, dass die Finnen eine ganz besondere Beziehung zum Wald haben. Immer wenn ihnen irgendetwas zu viel wird oder wenn es Probleme zu besprechen gibt, dann macht man dies meist im Wald. Und so wurde auch das Verhör im Wald geführt. 3 Stunden lang. Am Ende des Verhörs, da akzeptierte man die Aussage von Pauli Perin, dass er an diesem Abend eigentlich mit seiner Freundin ausgehen wollte, die aber mit ihren Freunden zum Zelten gegangen war. Darüber hätte er sich geärgert, aber er wäre dann stattdessen ebenfalls mit einem Freund zum Zelten gegangen. Die Polizei, die akzeptierte diese Aussage. Allerdings wurde sie nie überprüft. Aber mit wem hat der Journalist gesprochen? Was für einen Menschen traf er an, als er das Gespräch mit Pauli Perinen führte? Malte Herwig erklärt dazu, dass Perinen eigentlich ein Wrack war. Er musste Medikamente nehmen, er war schwerer Alkoholiker. Und er hat sehr offen über diese Nacht mit ihm gesprochen. Und er hatte viele Erinnerungsstücke an seine Freundin Irmeli. Er hatte Briefe, die sie ihm in die Kaserne geschrieben hatte. Und er hatte vieles zu diesem Fall gesammelt. Und er erzählte ihm auch bereitwillig, dass er natürlich enttäuscht war, als er diesen Tag mit ihr geplant habe, sie aber dann mit ihren Freunden zum Zelten gefahren sei. Aber er sei eben nur enttäuscht gewesen. Und dann wäre er mit einem Freund in eine Kneipe gegangen, hätte sich betrunken und dann seien beide ins Zelt gegangen und hätten geschlafen. Er erzählte dem Journalisten aus seiner Kindheit, aus seinem Leben und Malte Herwig kam zu dem Schluss,
dass im Grunde genommen dieser Mann ein völlig verpfuschtes Leben hatte. Und er hatte auch den Eindruck, dass ihm im Prinzip alles egal war. Nicht die Tat, unter der schien er wirklich sehr zu leiden. Er erzählte den Journalisten, dass er vom Leben eigentlich nichts mehr erwartet. Und dass er keine Wünsche mehr hätte, außer den einen, dass er noch erleben würde, wie der Täter gefasst würde. Die Polizei hatte nie ernsthaft gegen Perinin ermittelt. Er war damals ein schüchterner Junge für die Polizei, gar nicht zu solch einer Tat fähig. Für die Polizei war Perinin als Täter nicht in Frage gekommen, aber sie ermittelten eben auch gegen andere. Zum Beispiel gegen den schwedischstämmigen Kioskbesitzer Waldemar Gülström. Der verkaufte am Bodensee Limonade und angeblich, da hasste er Jugendliche, weil sie immer so laut waren und Unfug machten. Und es wurde erzählt, dass er nachts um den See schleichen würde. Und dann machte noch ein Gerücht die Runde. Es gab das Gerücht, dass er in einer Sauna einem Bekannten die Tat gestanden hätte. Und danach hat er sich dann im See ertränkt. Beweise dafür, die gibt es allerdings nicht. Tatsache ist, er ist im See ertrunken. So viel steht fest. Diese Gerüchte, dass er irgendeinem Bekannten die Tat gestanden hätte, die ließen sich allerdings nicht bestätigen. Und dann gab es noch einen Deutschen, der in das Visier der Ermittler geriet. Hans Aßmann. Hans Aßmann wurde im Jahre 2004 von zwei Autoren als Täter benannt. Ein Arzt und ein Journalist beschuldigten ihn, die Tat begangen zu haben. Der Arzt, der behauptete, Aßmann 1960 in einer Klinik behandelt zu haben. Er sei dort in der Tatnacht verwirrt und mit Blut bespritzt aufgetaucht und die Ärzte, die waren der Meinung, dass dieses Blut eben nicht von ihm selber stammen könnte. Allerdings wird in diesem Buch nicht erwähnt, dass Aßmann diese Tat jemals gestanden hätte. Das alles ist reine Vermutung dieser beiden Autoren. Und wie man später herausfand, auch eine nette Geschichte, die allerdings erfunden ist. Trotzdem ermittelte die Polizei zunächst gegen Aßmann. Der war zu diesem Zeitpunkt aber bereits verstorben. Aber im Zuge dieser Ermittlungen, da begann die Polizei auch damit, den Fall noch einmal komplett neu aufzurollen. Und dieses Mal nimmt sich die Polizei jemanden vor, der bis dahin sozusagen über jeden Verdacht erhaben war. Die Ermittler, die stellten sich die Frage, was könnte das Motiv für diese Tat gewesen sein? Und ihnen war klar, dass der überwiegende Teil solcher Taten Beziehungstaten sind. Und zu den Beziehungstaten, da zählen eben auch Taten aus verschmähter Liebe. 2004 verhaftete die Polizei den damals einzigen Überlebenden dieser Tat, Nils Gustafsson. Die Ermittler, die versuchen mit modernster Technik, ihn der Tat zu überführen. Aber selbst DNA-Tests, die bringen kein verwertbares Ergebnis. Verschiedene Punkte, die machen ihn für die Ermittler aus der heutigen Zeit verdächtig. Zum Beispiel wird gesagt, er hätte nicht mehr Verletzungen gehabt, als wie man sie vielleicht von einer kleinen Kneipenschlägerei davonträgt. Außerdem habe er oben auf seinen Kameraden gelegen und da hätte er sich ohne weiteres selbst hinlegen oder hinrollen können. Um dann den Eindruck zu erwecken, auch er wäre das Opfer eines Täters geworden. Ein schwerwiegender Punkt in der Beweiskette ist auch folgender für die Ermittler. Die beiden Jungs hatten sich damals von älteren Freunden zwei Flaschen Alkohol besorgt, eine Flasche Wodka und einen Zitruslikör. Bei keinem der Opfer wurde aber Alkohol im Blut festgestellt. Am Tatort hatte man jedoch die leere Flasche Wodka gefunden, man hatte es aber versäumt, Nils Gustafsson eine Blutprobe zu entnehmen. Ein Jahr später beginnt die Verhandlung gegen ihn und ganz Finnland ist wieder bei diesem Fall. Zur Verhandlung ließ die Staatsanwaltschaft sogar das Zelt im Gerichtssaal aufbauen. Aber die Beweislage, die ist halt sehr dünn. Die Ermittler, die haben eine Theorie entwickelt. Sie gehen davon aus, dass Nils Gustafsson sich im Zelt Irmeli genähert hat, die ihn aber abwies. Daraufhin hätte er sich dann mit dieser Flasche Alkohol betrunken und im Rausch dann diese Tat begangen.
Das Zelt wurde Nils Gustafsson während der Verhandlung direkt vor die Nase gesetzt. Aber Gustafsson beharrte auf dem, was er schon damals ausgesagt hatte. Er kann sich an nichts erinnern, außer das, was er unter Hypnose dann gesagt hat. Der Prozess dauerte 2 Monate. Mit dem Ergebnis, dass Gustafsson in allen Anklagepunkten freigesprochen wurde. Nach diesem Prozess da verschwand Nils Gustafsson aus der Öffentlichkeit. Aber ungefähr 10 Jahre später, also im Jahre 2015, da konnte der Journalist Malte Herwig ihn dann doch noch aufspüren. Mittlerweile lebte er mit seiner Frau einsam gelegen auf einem Bauernhof. Der Journalist beschreibt, dass er einen zurückhaltenden, resignierten Menschen angetroffen hat. Und einen Mann, der müde zu sein schien, müde über das zu reden, was damals vorgefallen war. Einen Menschen, der durch das, was ihm vorgeworfen wurde, schwer getroffen zu sein schien. Es gab nicht einen einzigen Punkt, der ihn wirklich belastet hätte. Es gab lediglich die Theorie der Ermittler, auf der dieser ganze Prozess aufgebaut wurde. Es wird auch heute noch an diesem Fall immer wieder einmal ermittelt. Die finnische Polizei, die will diesen Fall aufklären, komme, was da wolle. Man will diesen Fall nicht als ungelöst ruhen lassen. Viele zweifeln daran, dass das jemals geschehen wird. Es gibt einfach keine Anhaltspunkte, dass irgendjemand die Tat begangen haben könnte, der Polizei bekannt ist. Und selbst die moderne, neue Kriminaltechnik, die konnte keine neuen Erkenntnisse bringen. Es scheint so, als würde die Lösung dieses Falles für immer im Dunkeln bleiben. Wenn ihr dieses Video als Information okay fandet, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich. Und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch.